Heute habe ich meine persönliche Top-10-Liste von Obermatt erhalten. Und zwar sind es die besten Unternehmen in der Dachregion Deutschland, Österreich und Schweiz. Und was ich hier drauf sehe, sind eine ganze Reihe von Unternehmen, die interessant sind, weil sie gute kombinierte Ränge haben. Aber besonders interessiert hat mich Swisscom, weil Swisscom habe ich nicht auf einer Top-10-Liste erwartet. Die Swisscom gehört zu 50% dem Bund und solche Aktien sind in der Regel eher teuer. Es ist also überraschend, dass die Swisscom-Aktie einen Value-Rang hat von 63. Ich habe das ein bisschen genau angeschaut und habe gesehen, ja, sie haben sogar eine sehr gute Dividendenrendite. Und was gibt es Schöneres als Dividenden in Schweizer Franken zu attraktiven Preisen? Das ist die Swisscom. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist noch viel besser mit 81%. Also 81% besser als vergleichbare Telekommunikationsunternehmen. Das ist ein wirklich günstiger Kauf. Ich konnte mir das fast nicht vorstellen. Ich habe es ein bisschen gegoogelt und habe sofort gesehen, schon Cash hat das realisiert vor einem Monat. Die wenigsten Analysten finden Swisscom gut. Überraschend, wie kann das sein? Ist ja fast eine Schweizer Bundesobligation. Gehen wir weiter. Finanz und Wirtschaft hat dann vor kurzem erst geschrieben, also vor ein bisschen länger geschrieben, dass die Schweizer, die Swisscom unterschätzt wird. Auch wieder ein Hinweis, dass hier etwas falsch liegt. Und ganz neu, die Pessimisten gewinnen an der Schweizer Börse die Überhand. Die Schweizer Börse wird also teuer. Kein Wunder, ist Swisscom günstig. Ich kaufe Swisscom und ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim selber investieren.